also wirklich jetzt weiter leveln wollen. Ach du Scheiße. Ich gehe wieder rein. Es ist gerade ein radioaktiver Sturm draußen, natürlich. Oh Mann, kann ich mich irgendwo auf die... Hier. Setz mich aufs Sofa und warte ab, bis es vorbei ist. Pennen wir auf dem Sofa mal 5 Stunden. Und machen das Level ab hier. So. Dick. Was nützt mir das, dass der Weg zum nächstgelegenen Questziel im Wetz angezeigt wird? Du hast plus 2 Wahrnehmung? What? Achso, wir könnten das Stimpack machen. Stimpack stellt gesunden Vollständig wieder her und Redaway entfernt die gesamte Strahlung. Ja. Das würde ich nämlich sehen, dass die besser heilen. Weil wir kommen langsam ein Problem mit unseren Heilfähigkeiten. Ansonsten, was könnten wir beim Glück? Können wir das nicht nehmen? Nope, können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Wir könnten blutiger Tod, den haben wir noch gar nicht genommen. Wir könnten mehr Munition in Behältern finden. Das war's. Ansonsten könnten wir weniger Schaden und 100% mehr Ausrüstung tragen machen. Das wäre auch ganz geil. Dann müssten wir auch weniger heilen. Durch die höhere Trefferchance im Wetz hast. Ein Hund, sich im Weg verbeißt, besteht eine Chance, dass ein Körperteil verkrüppelt, der ihn der beißt. Es wird weniger Schaden, wenn du im Hund unterwegs bist. Was? Achso, mehr Schaden. Plus 10 Schadensresistenz. Das ist einfach Full Tank gehen. Moment, aber das hier kann ich einfach leveln, ne? Intelligenz 3 reicht da für die Waffenmods. Ich glaube, ich mache den einsamen Umherz hier, bei dem ich jetzt schon viel drauf gegangen. Ja, wir nehmen den einsamen Umherz hier. Weniger Schaden und mehr Tragen. Da sehe ich uns. So, ich hoffe, der Sturm ist vorbei nach 5 Stunden. Ah ja, sehr viel besser. Auf zum Paladin. Auf zum Paladin. Der Paladin, der muss mal erklären, was hier abgeht mit der Bruderschaft. Welche Action hier gespielt wird. Ich weiß nicht, was das Polizeipräsidium, in dem wir jetzt hier sind, ne? Schau mal rein. Entschuldigung, Paladin Dance. Bist du bereit? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hatte. Stimmt, das mit den Funkmasten war das. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Alles klar, let's go. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Ha, wieder das Aufsetzen ist ja geil. Okay. Ich will auch mit! Das war das, wir mussten irgendeinen Ersatzfunkmast holen.
Damit die ihren fitten Funkmast aufbauen können, damit sie funken können, wo sie sind. Ne? Ich erinnere mich. Ich habe gesehen, dass hier oben noch Tote liegen. Was macht die SB-Uniform? Ich vermute, man kann sie nicht kombinieren. Die anderen Sachen. Sorry. Herr Paladin. Musste kurz eure Sachen weglooten. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Bin dabei. Oh. Welche Gasse nehmen wir denn nun? Hallihallo, Lumi. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Geil. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wie lange hast du noch Rimworld gemacht gestern? Hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit ausleben und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Bis drei? Und ich bin der Suchti, ja? Wieso bin ich denn der Suchti, wenn du bis drei Rimworld zockst? Ich bin da wenigstens zeitnah schlafen gegangen. Ich habe nur eine Stunde über oder zwei Stunden überzogen. Bis drei ist gar nicht so viel. Ich hätte gedacht, du hast länger gemacht. Hat's denn Spaß gemacht gestern noch? Ist noch was passiert? Naja. Ich kann nicht so lange machen tatsächlich. Lol, ich krieg das sogar. Perfekt erhaltener Kuchen. Gibt einfach TP. Cool. Ich kann nicht so lange machen, weil ich muss ja noch ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel die Reifen wechseln und sowas. Und daher dachte ich schon, dass ich es ungefähr so wie immer mache. Ich wollte es nicht krass überziehen. Und wenn ich mit Reifenwechseln fertig bin, dann kann ich ja eigentlich erst mit dir was wirklich machen. Auch wenn es heute echt mieses Wetter ist, aber ich muss mal gucken, wie ich das dann mache. Militäruniform Plus. Militäruniform Plus ist... Nee. Ist doch die Militäruniform, die ich habe, oder? Was bedeutet Militäruniform Plus? Die ist nicht wirklich besser, oder? Kralle, kannst du mir dazu was sagen? Bist du irre? Gefunden! Wir haben unsere Aktionspunkte wieder bekommen. Wo sind sie denn alle? Das war's, ich habe nicht viel gemacht. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Das überrascht dich vielleicht, aber... Mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten sieben... Oh, ich habe eine 10mm Pistole genommen, das wollte ich gar nicht. Naja. Sieben Jahre hat die Bruderschaft zwei weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Missionszell, Kronkuchen, Schrottpatronen. Finde ich gut. Sie haben teilweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon vier Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, als verschollen gemeldet zu werden. Ich muss aber mal auch sagen, ihr seid, glaube ich, nicht die beliebteste Fraktion hier im Ödland, so wie ihr halt auftretet mit euren riesen Anzügen, Fluggeräten und imposant und wir dämonieren euch jetzt alle, fickt euch, wenn ihr uns in die Quere kommt, machen wir euch einfach platt. Attitüde. Ihr könnt auch mehr Freunde haben, wenn ihr ein bisschen netter seid. Aber es ist ja just my two cents und so.
Aber eine gute Waffe hast du da. Scheinst, und du triffst anscheinend ziemlich nice. Fett. Cooler Typ. Cooler Typ. Schon so gut. So. Wo kommen hier Granaten her? Wo kommen denn hier Granaten her? Alles klar, Lumi, bis dann. Jo, ich wollte eigentlich kritisch machen, aber... Was macht denn auch ein... Warum sieht er hier? Oh, da gab es Vorkriegsgeld. Fleisch, Fleisch. Eine Planke. Also da waren Siedler dabei und ein paar Supermutanten. Und mutierte Mischlingshunde. The fuck? Was ist denn das für eine Truppe gewesen? Können die meisten Ghoul-Gruppen umgehen. Alles klar. Könntest du mal mit mir reden, wenn ich in der Nähe bin und nicht am Arsch der Welt bin? Ich muss auch ein bisschen looten, mein Freund. Achso, Arc Jet Systems. Das ist ja gab dreifache XP dafür. Fürs Entdecken. Wir sind da. Paladin Dance. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Okay. Warum sind wir nochmal bei Arc Jet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk die sind schon da, glaube ich. Unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Okay. Let's go. Wobei, wir können wahrscheinlich auch die 10mm Pistole nehmen, die wir haben. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Folge Paladin Dance, sprich mit Paladin Dance. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ihr wurde aber richtig reingetrümmert. Ich würde dem eigentlich nicht begegnen, der sich darum gekümmert hat, bin ich ehrlich. Guck mal ins Sicherheitsterminal. Was steht denn hier drin? Sicherheitsbedenken. Gemeinsam mit ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für ArcJet Komplex ausarbeiten. Das ist eine erste Option für USSA und ich möchte kein Problem mit der Sicherheit haben. XMB Hilfstriebwerk arbeiten. Verdoppeln Sie Buff rund um die Uhr und sehen Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um das System für unsere Terminal zu arbeiten. Manche sind Passwort per Mail, aber läuft bestimmt Zeit, ist lächerlich. Schütztürme. Alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzeugt, dass unsere internen Sicherheitsfirmen davon abhalten, sich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sind sie ohne Marke in der Nähe des Maschinens, kann aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die in diesem Fall eventuell erledigen. Schütztürme im Betrieb, da empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich auf Ihre Marken anzumelden. Was zum Teufel ist da unten los? Da ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei, durch die gesamte Forschungseinrichtung und bis zum Maschinengang gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütze zu auslösen. In ganz schönen Schlamassel. Ihre Aufgabe würde es sein, ihn wieder zu beseitigen. Ist mir egal, wie sie es bewerkstelligen, aber tun sie es. Würde es später auf uns zurückfallen, werden sie dafür verantwortlich gemacht werden. Ich schwöre es ihnen. Protektorsteuerung. Fehlerprotektor einmal abwesend oder beschädigt. Oh. Gut.
dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das Auto gemacht. Paladin Dance? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Das sehe ich. Verdammt. Ich hatte gehofft, das zu vermeiden. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Stimmt, könnte sein, ja. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Das ist Missbrauch. Die verbessern sollen. Die sind also das gegen das Institut, okay. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Hört sich an, als hättest du Angst vor Sins. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Angst und fehlender Vorbereitung. Welchen Knopf drücken? Nee, kann ich nicht. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Eine Bergungsmission? Aha, aha, aha. So nennt ihr das einfach, also wenn ihr Sachen ausschlachtet. Ist auch eine gute Umschreibung. Vielleicht gibt es aber nicht mehr allzu viel zu bergen, wenn ich hier mit Elie hinterher laufe. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Such nach einer Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Tipp, ich habe den gerade schon gefunden. Im Terminal wahrscheinlich. Erinnerung, Passwortsicherheit. Diese jährliche Erinnerung, dass alle Passwörter für das Terminal und Z3 mündlich geändert werden müssen, die sollten nicht geschehen, kann das automatische Passwortänderung zur Aufhebung von Netzwerkbedingungen und oder das Menü. Okay. Automatische Passwortänderung. Wenn Passwort 3 Monate lang nicht geändert wurden, aus Sicherheitsgründen wird ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Neues Passwort lautet 39YB3N. Warum wieder. Okay. Gute Passwortsicherheit. Ist schon irgendwie ironisch, dass die Passwortsicherheit uns das Passwort verrät. Weil es nicht geändert wurde. Schon ironisch. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Dann öffnen wir doch mal die Tür. Oh, hier gab's noch. Wait. Warum zum Geier müssen wir diesen Mist aufnehmen? Oh, scheiße. Das Ding ist an, oder? Hier spricht Technikerin Rand von der Abteilung ArcJet Antriebssysteme. Bei mir ist Techniker Janowski. Arbeitsprotokoll A1190. Janowski und ich arbeiten jetzt seit rund 3 Monaten am Projekt Marsflug. Und ich glaube, dass wir die Schubberechnung abgeschlossen haben. Mann, wie gerne würde ich die Jungs... Ich glaube, ich muss mal meine... Damit ihr das auch lesen könnt, falls es schlecht zu verstehen ist, muss ich das, glaube ich, mal hier hochschieben. Und das irgendwie daneben. So. Begleiten. Wäre schön, von unserem verdammten Planeten wegzukommen. Hey, reiß dich zusammen! Wenn wir diese Protokolle nicht anständig aufnehmen, fliegen wir raus. Der Aufseher hat es ohnehin schon auf uns abgesehen, weil wir länger brauchen als versprochen. Na und? Wir müssen eh zur Armee. In ein paar Wochen geht's los. Schon vergessen? Bald machen wir Liegestütze und essen gefriergetrocknete Rationen. Und dann werden wir uns wünschen, unsere Tage in einem kuscheligen Privatlabor verbringen zu dürfen. Natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber ich versuche zu verdrängen, dass man mir den Kopf an der Front wegblasen könnte. Und mich auf die Arbeit zu konzentrieren, hilft mir dabei. Für dich ergibt das vielleicht keinen Sinn, aber mir ist das wichtig, okay? Okay, tut mir leid. Zum Prototyp nicht möglich? Drück das Band doch am besten weg. Wir fangen ein neues an. Gute Arbeit. Hallo. Feuer frei! Machen wir den doch erstmal rund. Zack! Wir haben dir die Hölle zurückgeschickt. Das wird entspannt. Mit dem Doppelcrit.
Institutpistole. Ich hab was gehört. Sensor meldet, wir müssen examiniert werden. Du schaffst das schon, wa? Ich glaube an dich. Ich muss hier noch kurz was weglooten. Habe ich denn keine XP, wenn ich sie nicht angeschossen habe, wenigstens bei so einer Mission? Guck mir mal kurz. Hilfe? Stimpacken. Noch irgendwas? Ein paar Kronkorken. So, war's das? Tutpistole. Schwerkampfflinte. Nee. Schwere Kampfflinte. Hä, hey, was sie so mit sich rumschleppen, die Sins. Spannend. Biometrischer Scanner. Du bist jetzt hochgelaufen, ne? Du bist jetzt hochgelaufen. Hier unten ist, glaube ich, noch was wir aufmachen dürfen, oder? Wir müssen zumindest knacken. Komm schon. Doch. Geschafft. Tafelmesser von Silber brauchen wir nicht. Aber einfach eine wieder Abkürzung freigeschaltet damit. Da geht's auch hoch. Die verdammten Sünds haben sich hier überall festgesetzt. Anscheinend haben wir eine Abkürzung genommen. Dann will ich aber noch kurz gucken, was hier noch alles war. Bleib wachsam. Gebranntes Buch, Spielzeugrakete. Er rennt rein. Cool. Er ist reingerannt. Er hat ihn schon in den Geschützturm platt gemacht. Das stresst ein bisschen, dass man hier nicht in aller Ruhe looten kann. Das stresst ein bisschen, muss ich ja mal sagen. Ist ja auch verdammt, ist ja überall noch Shit. Waffenwerkbank. Ölkanister. Folge Paladin Dance. Bin ich jetzt zu weit weg von ihm? Bin jetzt gestorben, der Vollidiot. Wow. Ist auch noch ein Laborterminal, das kann ich aber nicht entsperren. Laborstation. Werkzeugkasten. Hätte ich einfach die Abkürzung nicht machen sollen. Da habe ich irgendwas getriggert gehabt. Das wär's. Finally. Malpinsel. Tja, so ist es, wenn man einfach die Abkürzung nimmt. Ihr wolltet doch hin, oder? Wie werdet ihr denn jetzt durchgesprintet? Türme des Generaldirektors? Marsflug Projektaufzeichnungen. Die Entwicklung einer Kommunikation vom Projekt verteilt, oder war das kein Team mit der. Okay. Hat mir gesagt, dass je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, möglicherweise ein Jahr oder mehr pausiert werden muss. Wenn man eintritt, müssen wir irgendwie mit der Einnahme des Hochleistungs-Sendersvertrags über die Runden kommen, den wir bereits erfüllt haben. Ich versuche, die Moral hier aufrechtzuerhalten. Wait, und da lag noch was, was ich mitnehmen will. Perfekt. Teslas Forschung. Energiewaffen machen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Wichtig, wichtig. Wenn man das nicht realisiert, dass das da liegt, hat man echt einen Nachteil, wa?
Mechaniker-Terminal. Können wir noch ein bisschen... Bei Mechaniker... Seife. Okay. Post? Nope. Seed? Nope. Nein, es kann nichts mit S am Anfang sein. Hätte ich hier schon ausschließen können. Wir haben Soap genommen. Deswegen kann es Larven nicht sein. Leck könnte es sein. Nice. Ist Tim in den Organisations, nachdem wir dieses Ding ziemlich heftige Sicherheitsmaßnahmen haben. Keine Ahnung, was ich verfolgens von leider, aber es ist ein Grund. Okay. Und der Verfolgungswandler, er hat mich automatisch sicherheitsbeschützt im Hauptgerät vor seinem Büro aufstellen lassen. Man könnte meinen, er arbeitet für die Militär, nicht für die US-Weltraumbehörde. Das Zentral immer wieder der Platz ausgeht. Ich habe zu sicher Speicher bei unserem Zulieferer bestellt, aber hier keinen weiteren Konsolen mehr rein. Eventuell muss ich mit Reinhard sprechen, damit wir einen Teil der Büroabschnitte nutzen können. Dürfte kein allzu großes Problem sein. Okay, sein Büroabschnitt einfach in Konsolen umgewandt. Welcome wollte alle Aufzeichnungen der Videoüberwachung der letzten Monate. Ich habe ihn gefragt, ob ich Sicherheitskopien anfertigen soll. Gegrunzt und die Originale verlangt. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Ich will alles auch nicht wissen, solange ich meinen Gehaltscheck kriege. Okay. Turmsteuerung. Deaktivieren. Sehr gut. Müssen wir jetzt gegen ein paar von den Türmen hoffentlich nicht ankämpfen. Geil. Der sprintet aber auch hier durch, der Typ, ne? Der konzentriert sich nur auf das, was er haben will. Alles andere wird einfach komplett links liegen gelassen. Nicht so wie ich. Ah, hier sind wir die Holzbillard-Dreiecke. Aufstellbilderrahmen. Aschenbecher. Hier ist ja gar nichts drin, was man irgendwie interessant finden könnte. Auf dem Klo? Ja, natürlich ein Zigarettenautomat mit Kronkorken drin. Geil. Halt. Und eine Haarklammerbox. Muss die Frauentoilette sein. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's aber noch weiter. Munition will ich schon mitnehmen. Aluminiumkanister brauche ich nicht. Kann ich da hinspringen? Hopp, kann ich. Habe ich was davon? Das ist eine andere Geschichte. Ich habe das Gefühl, nein. Okay. Ah, da ist er. Cola-Flasche, Kronkorken, Silbergabel. Nicht einen Ordner nehmen. Ich will einen Schreibtisch looten. Empfangsarbeiterterminal. Notes. Treffer 1. Opens. Treffer 0. Party. Notes. Treffer 1. Das S am Ende ist also schon mal nicht. Alles, was mit S enden würde, könnten wir sein lassen. N-O-T-E. Eins davon muss drin sein. N-O-T-E. Das wäre es. Aha. Worse. Guter Bodensafe. Mir gewünscht, habe ich einen Bodensafe im Bereich der Rezession einbauen lassen. Sie können sich einige Lieferungen bezahlen und Wertsachen versteuern, bis sie an sich an Ort gebracht werden. Okay. Okay, den Bodensafe, der ist zwar vorhanden, aber ich kann ihn hier nicht mit öffnen. Hier erfahre ich nur, dass es einen gibt. Ja, verbessert, das muss ich knacken. Dammit. Dammit. Und es wird wahrscheinlich keiner von euch jetzt zufällig... Ich speichere mal wieder. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Wir sollten mal was futtern. Noch so ein Eichhörnchenbissen.
Achso. Ich stehe anscheinend im Weg. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ja, ich habe auch die Sicherheitstürme deaktiviert. Bin ich nicht in gut. Oh, hier hat's gebrannt. Oh. Oh, oh. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Ah. Das kommt von der zum Triebwerkstest, dass es hier so verbrannt ist. Okay. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Hoffentlich geht nicht die Düse los. Aufzug. Kein Strom. Okay. Hallo? Jemand zu Hause? Kein Strom vorhanden. Ja. Überall ist das gleiche Problem. Junkjet. Was ist denn Junkjet? Perfekt. Was bist du? Du schießt Müll. Schaden 40, Gewicht 29, aber auch... Oho. Drücke R, um Gegenstände in den Junkjet zu laden. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Soll ich das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunde. Ja. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Okay, wir haben Entwickler gefunden. Erstmal einen Fusionskern rausnehmen, wenn man den Strom wiederherstellen will. Hört sich gut an. Oh, wir müssen uns ja einhacken. Blau. Das dritte darf kein O sein, demnach. Blumen ist auch raus. Cash, Säue. Tool ist raus. Soil hat 2 Treffer. Okay. Tool kann es nicht sein. From kann es nicht sein. Earn. Passt nicht zu Soil. Pole passt auch nicht zu Soil. Worm passt nicht zu Soil. Sold. Ja. Ja, okay. Die Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben, um Energie zu sparen. Wurden alle nicht wichtigen Systeme deaktiviert. Hilfsgenerator starten. Okay. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Oh. Ah, der mysteriöse Fremde wieder. Knall. Okay, alles tot. Was ein Haufen.
Aber das wäre anders gegangen. Er hätte, glaube ich, einfach das Triebwerk zünden können. Aber so haben wir sie schön fertig gemacht. Ich glaube, dann hätte ich halt unseren eigenen Typen mit weggebrutzelt. Ist irgendwie blöd geworden, glaube ich. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, auch wenn ich mir bewusst war, dass das wahrscheinlich gegangen wäre. So. Nach unten. Weiß nicht, was man mit einem Schlagstock macht, ob irgendwas wert ist. Wir müssen hier rein, oder was? Mister. Okay, ich geh mal davon aus, ihr kommt quasi mit. Aber hier nach oben? Nach oben, richtig? Ach so. Da oben ist richtig. Sie sind im Kontrollraum. Wir haben da drüben. Sensor meldet feindliche. Kalzonk! Greife feindliche Lebensform an. Oh, ist er doch da. Müssen mal heilen. Köterkeule! Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt! Ich sehe das Ding nirgends. Versuch mal die Überreste der Sins. Gefunden! Vielleicht auch hinter dem Sender her. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Kampfflinte? Die kommen echt mit Kampfflinten inzwischen. Absolute Frechheit. Das ist doch meine Waffe! Mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Wieso sind wir dann anders hier reingekommen, wenn wir nicht mit dem, wenn wir mit dem Wartungslift einfach an die Oberfläche fahren können? Nur weil kein Strom war? Ich ein bisschen. Wait. Militärstandard sollte man doch, glaube ich, noch mitnehmen. Die ganzen Sachen. Was ist hier mit dem Antriebsterminal? Können wir das noch zünden? Wollen wir das noch zünden? Test starten. Bitte wenden Sie sich zu Ihrem Tunnelleitantrieb. Möglicherweise ist eine manuelle Bedienung vom Gebäude, Verwaltungsbüro in der unteren Etage aus möglich. Ich glaube, es ist was für ein weiteres Mal hierher kommen. Habe ich so das Gefühl. Komm rein, Rudi. Ach, es wird trotzdem zählen. Nach oben. Ich tue mal so, als wärst du mit reingekommen. Jetzt steht er auch neben mir. Hallo. Ich stehe schon wieder draußen. Das ist ja auch geil. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Klemmbrett, Schachtel Zigaretten. Du hast was gefunden? Oh? Messinglaterne oder was wählst du hier an? Oder der Wodka? Den Wodka könnte ich auch verstehen, dass du den anwählst. Wie ist man hier eigentlich rausgekommen? Na, halt mit der Deponie. Burns? Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Wie hätten das besser laufen können? Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir waren nicht aufmerksam genug. Wir wurden mehrfach überrascht. Das ist nicht akzeptabel. Mit deiner Waffe hatten wir aber genau den Vorteil, den wir gebraucht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mission allein hätte abschließen können. Okay. Das war's dann wohl. Nicht unbedingt. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Das ist meine persönlich angepasste Version des Standardlesegewehrs der Bruderschaft. Geilo. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Rechtmäßige Herrschaft. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken kritische Treffer fühlt sich 50% schneller. 26 Schaden? Geil. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So.
Und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Dass du dich ablehnen kannst. Wir haben darin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Das... Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mich kriegen. Ah, ich weiß nicht. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Ich glaube, ich kann es auch anders bewegen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Braucht ihr nicht noch den Sender? Okay. Sie haben den wohl Sender wohl schon. Gehe ich mal stark davon aus. Wo sind wir denn jetzt eigentlich auf der Map? Begonnen Semper in Victor. Na guck mal, wir sind gar nicht so weit weg von dem, wo wir hinwollen. Wir sind gar nicht so weit weg. Perfekt. Können wir das noch schnell machen. Dort einen Außenposten clearen. Oh Gott, warum sind hier Minen? Auf einem fucking Berg. Hab den Arsch offen. Ist doch einfach nur ein verkackter Berg. Oh. Diese scheiß Stechflügler, ne? Alles klar, ein Fusionskern. Mitten in der Einöde. Fände ich eine gute Option. Den gönnen wir uns einfach. Oh. Da wollen wir jemanden Tracker fahren. Würde ich mal vermuten. Oh, shit. We fucked it up, boys. Was bist du denn hier, ey? Hätten wir mal eher warnen können, Dogmeat. Die wär's mit ein bisschen bellen. Lässt ihr die einfach zu mir reinfliegen? Ich hab grad gewundert, was dieses Rauschen auf meinem rechten Ohr ist. Plötzlich sehe ich es immer aus dem Augenwinkel. Ist hier was Hübsches? Raider. Raider mit. Ja, hab ich schon gelootet. Lol, hier war ich schon. Ein Raider drin schon. Du bist aber nicht meine Aufgabe, ne? Ich hoffe nicht. Ich gehe woanders hin. Ja, bräuchte ich den Raketenwerfer oder den Mini-Launcher, ey. Holy fuck. Das ist wieder so ein Kirchensymbol. Ich glaube, den muss ich irgendwann auch nochmal anschauen. Das scheint so eine Art... Kirchen hier zu geben. Irgendwie so Gläubige für irgendwas. Scheint aber da oben zu sein, würde ich sagen. Und da unten ist aber auch ein Weg hoch. Wir machen jetzt erstmal das, was wir hier machen wollten. Und wir sollten wieder schnell speichern zwischendurch. Hallo. Willkommen in Frieden. Free the Robots. Goodfellas. Kann ich mit euch reden? Peace. Abgefahren. Peace. Abgefahren. Laborstation. Sunshine Tidings Terminal. Gucken wir doch mal hier rein. Was geht denn hier ab? Fax. Ein Treffer. Okay. Heals können es tatsächlich sein. Ein Treffer. Die S am Ende. Das S am Ende ist also eine gute Wahrscheinlichkeit. Tries, ein Treffer. Ach, fuck you. Ach, fuck you. Terminal ist gesperrt. Ach, dammit. Abgefahren. Werkstatt.
Mit dir kann ich irgendwie nicht reden. Was ist Sunshine Tidings, ey? Was geht denn hier ab? Schön wieder die Futtersachen fertig machen. Wir wieder was zum Futtern haben, dann zum Heilen. Oh, hallo! Katsching! Katsching! Baseball alle dabei. Ja, 10mm Patronen dabei. Kochmütze. Abraxo-Shit. Dandyboy-Äpfel. Wir haben eigentlich die Dandyboy-Äpfel jahrhundertelang Strahlung überlebt. Das muss mir nochmal einer erklären. Oh. Wie schön. Dog, ich habe was gefunden. Ah ja. Ist nicht ganz klar, wo du am Dingensen bist, aber wird schon passen. Ich glaube, ich habe das schon gefunden, was du mir sagen willst. So das Gefühl. Urban. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon gefunden. Na, Robert, wir haben schon. Wir gehen einmal durch alle Häuser, dann finden wir hier, glaube ich, schon die Sachen, die wir finden sollen. Dinnergabel, Kronkorken. Jetzt hier ist er flüssig. Flüssig-Stickstoffspender. Das ist Stahl. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da Stahl die Komponente ist, die Hauptkomponente, die wir da rausholen. Hier noch ein paar Ghule. Hallo. Oh, lol. Ach, der trifft mich hier nicht. Habe ich verkackt. Ich dachte, ich bin hier nicht getroffen. Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Erstmal looten wir hier alles. Leichtbau, Metallrüstung, rechter Arm. Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Brauche ich dafür jetzt noch bestimmte, also... Kannst du Werkstatt Sunshine, ist das spezial? Fogfilter, nee. Strukturen. Türen, Aufzüge, Strukturen, sonstiges, Totem. Bus, Wohnwagen, Möbel, Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung, Käfige, Räder, Kochherd, Kochstation, Rüstung, Rüstungswerkstatt, Waffenwerkbank, Nuka-Mixerstation. Wait, man kann Nuka mixen? Nee, Plünderstation. Was ist denn eine Plünderstation? Gartenflöten, Ramin, Futtertruhe, Glocke, Sirene. Schnellreiseziel, Pranger, Frisierstuhl, OP-Stuhl. Wasseraufbereiter industriell. Wir haben hier ein bisschen Strom anscheinend. Wasserpumpe, strombetrieben. Schütztürme? Nee. Wachposten? Nee. Energiegeneratoren?
Stecker und Schalter, Leitung, Licht, sonstiges, Neon, Logikgatter, Produktion, Förderbänder. Wo mache ich das denn? Betten, Stühle, Behälter, Regale, Tische, sonstiges. Also ich hätte es bei Energie irgendwie mit rein, aber... Abgefahren. Rekrutierungsfunkleitstrahl. Das meinen Sie, oder? Whoa, Mann. Groovy. Würde ich behaupten. Pack mir das mal hier an den Rand so irgendwo. Oh. Da. Whoa, man. Groovy. Haben wir das jetzt? Was wir hier machen sollten? Bauen und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Das ist nicht das gleiche. Anscheinend. Terminal, Vortech, Bewohnerverwaltung, Wurfmaschinen, Schrott, Lautsprecher, Fahrrad, ist das nicht genau das? Es ist nur fast das gleiche. Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ha. Oh. Das Groovy nervt mich schon jetzt gerade ein bisschen hart. Bau und aktiviere eine Rekrutierungs... Achso, aktivieren vielleicht noch. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, wir haben Energie, aber haben wir dann wohl nicht. Generatoren. Generator klein. So, darf ich ihn jetzt aktivieren? Das funktioniert nicht ohne Energie. Okay, hier muss ich noch mehr verstehen. Leitungen. Energieleitung. Wie verbinde ich denn Sachen? Ach du Scheiße, ich muss jetzt wirklich... Verlege einen Kabelgenerator zu dem Objekt, das Strom benötigt. Funktion, Laufschrift. Stecker und Schalter. Stecker und Schalter. Energiepylon. Laserstrahlennetz. Intervall verzögerter Energiezähler. Wie mache ich denn eine Leitung? Ist doch das hier, oder? Sonstiges. Wie lege ich denn eine Leitung? Verlege ein Kabel vom Generator zum... Energieleitung bauen mit. Halt. So. Oh. Nee. Hä? Das macht mich fertig, das Spiel. Wie kann ich überhaupt einen... Wo muss denn hier die Leitung ran? Wenn du ein Generator bist. Ich bin gerade... Und wo muss denn hier die Leitung ran, wenn du Strom brauchst? Leute, ich brauche Hilfe.
Energieleitung. Das ist einfach ein Poppel, den ich auf den Boden setze. Ich raff's nicht. Generator, Windrad. Abgefahren. Windrad darf ich aber nicht bauen, aus irgendeinem Grund. Achso, weil ich nicht genug Aluminium habe. Ich versteh's nicht. Ich muss jetzt googeln. Nee. Power Grid. How to use power conduits to power your settlements. Create a generator room. The first step to create yourself a generator room. For the purpose of this guide, we are going to use a fusion generator, which provides a power output of 100. Plop down two or so floors, then go ahead and build up some of the walls and around them. Make sure not to completely wall it in yet, or you won't be able to work with it with your walls and floors in place. It's time to place your generator. Okay, die wollen erstmal. Einlagern, dass wir einen Raum bauen. Okay. Viele Sachen kann ich aber nicht verwerten von denen, die hier rumstehen, ne? Mal Gartenstuhl. Haben wir noch ein paar Sachen weg. Generatorraum hätten sie gerne. Die Häuser muss ich aber stehen lassen, okay. Abgefahren. Oh Mann. Groovy. Wenn ihr wohl nicht kaputte Stühle hier stehen lassen, oder? Metalleimer. Na gut, den kann auch hier. Der kann stehen bleiben von mir aus. So, dann haben wir hier noch Holz, das den wir verarbeiten können. Gummi. Kühler. Zur Werkbank übertragen. Okay, da fällt es wahrscheinlich gleich runter, wenn ich dann irgendwie Go mache oder sowas. Ja, Klammer nehmen wir nochmal auf. So. Ich glaube, die können das eh nicht benutzen, die Sachen hier. Deswegen holen wir das Holz raus, dass wir dann daraus anfangen können. Hoffentlich. Denn die Wölfe, die kann man nicht verwerten. Anscheinend. Das noch weg. Das noch weg. Damit hier weniger im Weg rumsteht. Bitte Tatorblüte. Na, ob man die irgendwie benutzen kann, ob die irgendwie Essen geben oder sowas. Habe ich gerade keine Ahnung von. Betten soll man wahrscheinlich stehen lassen. Das können wir wegmachen. Gute Sachen können wir auch wegmachen. Das ist ein Bett, was wir dann benutzen kann. Das
Becken kann man nicht benutzen. Tisch. So, wir können Holzhäuser bauen wahrscheinlich mit dem ganzen Holz, was ich jetzt hier rausgeheatet habe. Oh, hallo. Zur Werkbank übertragen, das wegmachen. Da kann auch jemand pennen, cool. Cool, 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 cool. So, jetzt ist hier doch ziemlich viel Platz. Haben wir ein bisschen geklärt. So, sagen die, ich soll einen Generatorraum machen. Abgefahren. Mach ich den hier neben den Free the Robots, I guess. Auf die andere Seite machen, dann haben wir das Schild noch. Ja, hier ist doch Platz. Das heißt, machen erstmal Strukturen. Holz. Böden. Abgefahren. Kann sich auch damit leveln, ne? Sehe ich gerade. Ach, fuck. Der geht. Abgefahren. So, wir brauchen. Brauchen wir noch. Können wir direkt. Dächer machen und das da oben dran? Nee, ne, wir brauchen erst Wände. Holzwände. Dächer. Oh Mann, groovy. Das habe ich zu nah rangebaut, wie das aussieht. Würde ich mal vermuten. Ja. Und hier kommt mit dem Free the Robots in Gehege. Shit. Abgefahren. Hier, hab ich jetzt. Das ist eine Wand? Wow, Mann, groovy. Das ist ja eine Kackwand. So. Energie, Generatoren. Machen wir einen hin. Wir können gleichzeitig, das war unser sonstiges, das Ding hier hin machen. Würde ich sagen. So ist die Frage, wie mache ich's? Generator is running up and running. Let's get it connected to everything else. First navigate to power conduit and then locate the conduit wall pass-through item in the list. Aha. Leitung. Abgefahren. Durch Wand durch. Was ist das hier, oder? Wanddurchführung, ja. Groovy. Brauche ich das wirklich? Bei mir steht es nebeneinander. Run your conduit pipeline. Brauche ich das? Ich habe das Gefühl, ich brauche das. Abgefahren. Strukturen, Beton, Metall, Holz. Holzwand. Wow, Mann, groovy. Okay. Strom, Leitung. Abgefahren. Wow, Mann, groovy.
With the pass-through conduit placed, it's time to set up the rest of the power pipeline. This stuff will be placed like regular old plumbing, so just run it across the ground to your destination using the different size piece available. Once you reach the area you want to connect to, place a connector piece with the conduit attached to it. Was ist denn ein Connector piece with a conduit attached to it? Leitung, Wanddurchführung, Leitungsknotenpunkt. Abgefahren. Energieabstrahler. Oh Mann, groovy. Energieabstrahler. Lichtleitung. Lichtleitungswechsler. Abgefahren. Nee. Ich kann das hier, Leitungsknotenpunkte kann ich verbinden. Groovy. Kann die so machen, Kupfer entfernt. Leitung, Leitung, Leitung. Abgefahren. Leitungsknotenpunkt. Oh Mann, groovy. Geht das jetzt? Nein. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ich hab doch Energie hier. Ich verstehe halt nicht, wie ich das verknüpfe. Irgendein Tutorial habe ich hier verpasst, Leute. Irgendein Tutorial habe ich hier verpasst. Oh Mann, groovy. Space-Kabel anbringen. Das Tutorial habe ich verpasst. Abgefahren. Das funktioniert nicht ohne Energie. Oh Mann, groovy. Das habe ich verpasst. Abgefahren. Okay. Ich hab's. Aber jetzt würde ich das gerne mal korrigieren. Weil das ganz schöne Quatsch ist. Tab lagern, ja. Was ich jetzt hier gemacht habe. Abgefahren. Kabel anbringen, Kabel anbringen. So. Oh Mann, okay, das sind die Kabelanschlussstellen. Gut. Die Info hat mir irgendwie gefehlt. Kann man den Grill kann man benutzen? Abgefahren. Nicht wirklich, oder? Hm. Okay, aber wir sollen jetzt zu Preston Garvey zurück. Das heißt, es ist wieder da oben in Sanctuary. Oh Mann, groovy. Das wäre so das Ziel. Aber wir haben ein bisschen gebaut. Wir haben mal ein bisschen gebaut. Ich fühle mich voll gut dadurch. Sanctuary kann eigentlich auch nicht so weit weg sein. Das kann nicht so weit sein. Ich glaube, hier waren wir schon in der Nähe. Eine Tür, die man... Nee, kann man nicht öffnen. Mm-mm. Falsche Seite, Dogmeat. Komm zurück. Falsche Seite, Dogmeat. Noch irgendwo ein Gebiet. Da gibt es noch den See. Ein Haus. Wir laufen hier auch gerade auf irgendein Camp zu. Beziehungsweise ist hier auch nochmal ein Siedlerhof anscheinend. Sogar genau in die Richtung, die wir eigentlich wollen. Ich will nochmal das Camp angucken. Das ist weiter weg, als ich dachte. Das ist immer so irgendwie, die Sachen auf dem Kompass, die zeigt es dir an, denkst du, ah ja, komm, kurz um die Ecke gehen. Dann ist es ja erkundet und dann bist du doch mal gewesen und so. Ja. Und dann hast du so ein Shit auf dem Weg dahin.
Ey! Diese Blähe fliegen immer, ey. Was leuchtet denn da noch? Achso, das sind nur die auf Entfernung gekillte Blähflieger. Was hier noch für ein Camp? Oder Haus, oder? Hallo! Oh no, Ghule! Level 19 erreicht, geil! Herrisches Klebeband hat er dabei. Und die Übermarke nehmen wir noch mit. Nee, Spachtel haben wir nicht gebraucht. Goriks Hütte hieß es jetzt. Haben wir jetzt eine Familie getötet? Ist Gorik auch ein Ghoul? Sag ich doch. Gorik ist einfach auch ein Ghoul. Vorstation. Wurzellager. Ah. Klebeband, Schraubenschlüssel. Red X. Toaster. Oh, glaube ich nicht. Aufbereitetes Wasser. Das ist wiederum was anderes. Munition. Achso, wir wollten gucken, ob wir die Waffe vielleicht nehmen, die wir bekommen haben, wa? Rechtmäßige Herrschaft. Wir haben hier zumindest einen Haufen Munition dafür. Hallo? What? Radiation. Kann ja nur gut werden. Sag ich doch, kann ja nur gut werden. Plus 3 Red. Uah. Uah. Wo ist es? Plastikgabel, Kronkorken, Mini-Atombomben-Brillaufsatz, Mini-Atombomben-Sprengkapsel, Hemisphären, alles klar. Er hat wegen Mini-Atombomben gebaut? I guess. Ödel Überlebensführer. Diamond City ist das dauerhaft auf seiner Karte markiert. Ha! Nice! Was geht hier ab? Also, ich muss sie knacken. Claw. Ein Treffer. Rear? Drei Treffer. Ich würde mal sagen, das A von Rear und Claw dann. Und der Rest, das war ja. Top und Near. Ich würde sagen, EAR am Ende ist richtig. Wenn Nier und Rear drei Treffer haben. Floor gets gear. Bin durch. Absichtserklärung. Das wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein freidenkender Bürger der einst großen Vereinigten Staaten. Ich werde nicht tatenlos tun, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen mit dem elektrischen Turm infiziert. Vorgänger errichtet hat. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das hier lest, werde ich entweder getötet oder in einem verhört sind und der Regierung verschleppt. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistisch Verräter brandmarken. Lasst alle wahren Patrioten wissen, dass all meine Handlungen aus freiem Willen und für das Wohl meines Landes geschahen. Ah ja. Geil.
Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Ist einfach nur ein kleines Easter Egg. Und hier der Mini-Bomben-Shit. Das war mal hinterm Kühlschrank. Waffenwerkbank. Moment mal, auf der Waffenwerkbank können wir vielleicht an der hier noch was anbauen. Verbesserter Schaden durch kritische Treffer, verbesserte Präzision. Präzision ändert sich literally nicht. Fügt Brandschaden hinzu, verbesserte Reichweite. Verbesserte Schaden, verringerte Magazinkapazität. Mehr Damage durch Crits, würde ich ja sagen. Verlängerter Lauf, ist schon drauf. Kurzer Lauf. Vollständiger Kolben. Präzision durch das Visier, erhöhte Rückschussdämpfung und besser Ziel mit Zielverlauf. Okay, kurzer Kolben. Standardvisier, das können wir halt machen. Die Präzision. Short Scope, Combat Scope. Improved Magnificent Superior Sighted Accuracy. Keine Mündungsbremse. Oh, jetzt haben wir halt einen Scope auf dem Ding. Okay, haben wir einfach noch ein kleines Geheimnischen gefunden, ne? Aber war mir schon fast klar, wenn hier so viele Ghule drumherum stehen, dass das einfach nur ein Ghoul-Herd ist. Da leuchtet was. Da leuchtet was. Seid ihr nette Leute, die leuchten? Hallo. Red Hirschko, ja, ihr rennt immer weg, ihr habt keinen Bock zu kämpfen. Das finde ich auch fein. Rennt auch vor meinem... Huch! Ja, hoch! Ein Steampack! Und schmutziges Wasser! Und Kronkorken und... bisschen kleiner Müll. Cool. Hallo! Würde mich in der Nacht vielleicht nicht ganz so krass ankündigen. Juden, ihr seid krass befestigt aus. Abernathy Farm. Wird, glaube ich, gepennt wahrscheinlich, würde ich mal tippen. Na gut. Moment, das ist voll nah dran, oder? An dem Sanctuary? Nee, es geht. Es geht. Aber man sieht es halt schon. Ich würde sagen, hier hören wir für heute auf. Hier hören wir für heute auf, denn ich muss noch ein bisschen was erledigen. Aber ich danke euch natürlich wieder, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs vielleicht auch mit rumlurken. Ja. Danke, 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 dass ihr mich so begleitet.